Zwei Delegationen der FDP-Bundestagsfraktion waren in Asien unterwegs. In Malaysia, in Hongkong, China, Korea und in Japan. Warum? Weil neben den USA und eben China gibt es noch viele andere spannende Länder, wo wir große wirtschaftliche Chancen haben, die aber auch in bestimmter Hinsicht unsere Werte teilen, wie etwa Japan. Und mit denen sollten wir stärker zusammenarbeiten. Die ASEAN-Staaten, das sind 600 Millionen Menschen, die da leben. Das ist ein ganz spannender Markt, auch für die deutsche Wirtschaft. Und wir sollten nicht einseitig abhängig sein, nur von einem Handelspartner wie China oder den Vereinigten Staaten. Und deshalb braucht Deutschland eine Asien-Strategie und die entsprechenden Ressourcen im Auswärtigen Amt, um das nachzuverfolgen, um Expertise aufzubauen, um vor Ort Dialog und Kontakt zu pflegen. Also das dürfen wir nicht länger vernachlässigen.